Hallo Freunde, heute reagiere ich mal auf die 13. Episode von Ali Tells. Sie nennt sich Felix der Film. Wann wurde sie veröffentlicht? Sie wurde am 2.3.2012 veröffentlicht. Das ist auch 7 Jahre her. Falls Sie mir sagen können, was der zweite. Warte mal kurz, der zweite dritte. Der zweite dritte 2012 war doch eigentlich ein Freitag. Es muss eigentlich ein Freitag gewesen sein, wenn ich mich da nicht täusche. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Jedenfalls, ich mache schon sehr lange diese Reaktionen, so die Reactions. Und alle Reactions, die ihr sehen wollt, findet ihr in der Playlist. Und zwar der Link ist in der Beschreibung. Dann würde ich mal sagen, los geht's mit der Reaktion. Ali und willkommen zu einer weiteren Folge von Scheiß drauf, meine Güte, fangen wir endlich mit der Frage an. Hat mich eh so und so genervt. Bitch. Ich habe einen russischen Namen, Juri, bin ich jetzt cool? Ja, dennoch bin ich cooler als du, nicht wahr? Eigentlich nicht, nein. Ey, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Was ist das für eine Antwort? Hey, Olli, mich würde mal interessieren, wo du deine Soundeffekte herbekommst. Ich, mach alles mit dem Mund. Nee. Wäre einfach zu offensichtlich. Seht ihr? Alles mit dem Mund. Darf ich dir in deine geile Fresse schlagen? Gegenfrage. Darf ich dich blockieren? Boxi, ist er echt? Ich war erst vor einer Woche dort. Hä? Österreich? Er war vor einer Woche dort. Muss gestehen, es war wirklich schön. Zum Beispiel war ich dort in Wien bei der Karaoke-Bar und hab die Crowd gerecrawlt. Never gonna give you up! Oh mein never Gott, nein! Ich wurde im Real-Life gerecrawlt! Never gonna give you up! Gut, aber das war schon das Peinlichste, was ich gesungen hab. Nein, da war nicht mehr. It's Friday! Wow, 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 okay, das hab ich vielleicht auch gesungen. Ich würde gerne mal wissen, warum du so oft gefragt wirst, ob du Bratwurst machst. Haben die Leute kein Leben oder wollen sie dich nur nerven? Sie wollen mich nerven! Und sie haben kein Leben. Und manchmal schreien sie mich auch an. Hey, ja, okay, sie schreien dich wahrscheinlich an. Wie viel Zeit investierst du im Schnitt in eine Folge? Also Aufnahmen, Schnitt und Upload. Ja, zum Aufnehmen brauche ich. Zum Aufnehmen brauche ich immer. Nee, meistens immer. Zum Aufnehmen brauche ich meistens immer 1 bis 2 Stunden, weil ich immer alles perfekt und schnell ausgesprochen haben möchte. Schneiden tue ich das Video dann mindestens 4 Stunden, weil ich brauche Sound, Musik, Effekte, Schrift, alles Mögliche. Und wie ich das dann alles gestalte und die Ideen dahinter, das dauert mindestens 2 Tage. Deswegen finde ich das immer so lustig, wenn Leute schreiben. Ja, und ich mache mal jeden Tag Video, nicht nur freitags. Den Face kam auch immer jeden Tag. Stimmt, 15 Minuten lang reden und hochladen, das ist ja so ein Aufwand. Kein Wunder, dass es so viele Let's Player gibt, so aufwendig wie das ist. Nee, ernsthaft jetzt, das ist alles aufwendiger, als es aussieht. Daher würde ich sagen, beschwert euch nicht zu oft. Also ein Video pro Woche ist völlig legitim für mein Format. Hey Ali, ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Bist du auch ein taubes Nüsschen, yeah? Ich glaube, ja. Doppelpunkt D? Aber natürlich bin ich ein taubes Nüsschen. Ich meine, wir sind ja schließlich auf YouTube. Was erwartet man da? Wie alt bist du? Also vor kurzem bin ich endlich 20 geworden. Woo! Yeah, das ist... Ja, er wird alt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Aibladi ist. Falls ja, falls ihr wisst, wie alt Aibladi ist, schreibt es mir in die Kommentare. Dabei, wann wurde der eigentlich geboren? Scheiße, ich werde alt. Wieso nehmen wir nicht einfach das Internet und schieben es woanders hin? Warum nehmen wir nicht gleich Akte und schieben es woanders hin? Oder wir nehmen die gesamte Welt und schieben sie woanders hin? Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Dann würde zwar die gesamte Menschheit durch Tsunami sterben, aber meine Güte, wir haben es verdient. Warum sind deine Videos immer so kurz? Also ich werde das nun dir und allen anderen Leuten, die ständig Fragen erklären. Ich mache ja Kurzfilme. Das bedeutet automatisch, dass meine Videos, na, genau, kurz sind. Irgendwie nicht lang. Traurig, dass ich sowas Selbstverständliches erklären muss. In 2 Jahren werde ich euch dann erklären, wie Sex funktioniert. Ali, kommt Teddy K wieder mal in einer deiner Videos vor? Doppelpunkt D. Nein. Ja. Nein. Ja. Glaub nicht. Hey Ali, wie findest du das neue Kanaldesign, was am 7. März auf alle Kanäle umgestellt wird? Einerseits finde ich das alte Kanaldesign besser, aber andererseits werde ich mich an das neue gewöhnen können, weil ich bin jetzt nicht unbedingt das konservative Arschloch, der damit rumheult, dass früher alles besser war. Aber natürlich war früher alles besser. Ich erinnere mich noch an die schönen Zeiten der Diktatur oder an die schönen Zeiten der Überwachung. Definitiv. Seht ihr euch, ich sage mal, berühmten YouTuber eigentlich als Kollegen oder als Rivalen an? Naja. Eher gesagt Rivalen, oder? Wenn nicht sogar anders. Aber wenn man sich das so überlegt, also wir treffen uns miteinander, wir zocken miteinander, wir essen miteinander, wir kuscheln miteinander. Ja, wir sind definitiv Rivalen. Warum kommt deine Freundin nicht mit den Videos vor und jetzt kommen wir nicht mit Real Life? Sony Vega? Nee, Real Life?
Disney's Duck, ich weiß. Übrigens, das ist Gita aus Disney's Duck. Kann Felix bitte auch einen Film über Individualität drehen? Zirkumflex, Zirkumflex. Naja, wenn Felix einen eigenen Film hätte, dann wäre das aufgrund seiner Motivation nicht unbedingt der beste. Felix, der Film. Individualität. Oh, das... Was? Der Film ging nur ein paar Sekunden? Da würde ich Buh schreien. Oh mein Gott. Dieser Film hat so recht. Man sollte nicht immer anderen Leuten hinterherlaufen und stattdessen seinen eigenen Weg gehen und man selbst bleiben. Felix, der Film. Teil 2. Liebe. Oh mein Gott. Dieser Film hat so recht. Wenn man seinen Partner wirklich über alles liebt, dann sollte man für die Beziehung kämpfen, egal was passiert. Felix, der Film. Teil 3. Freiheit. Oh mein Gott. Dieser Film hat so recht. Okay. Scheiß auf die Beziehung. Ich besorg mir jetzt ein paar Bitches. All Tells. Bitch. So, das war's mit der Reaktion auf All Tells. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann, ich glaube, nächste Woche Samstag. Und bis dann. Tschüss.